sind hier bei ArcelorMittal in Bremen. Wir haben heute den Warnstreik durchgeführt. Es war ein sehr guter Warnstreik, ein erfolgreicher Warnstreik. Die Stimmung ist hier sehr gut. Wir haben Musik an, es wird gejubelt, gepfiffen, so wie es sich für einen Warnstreik gehört. Die Leute sind richtig abgegangen. Ne? Also die 6% und die 1.800 Euro, das ist schon eine Forderung, wo sie alle wirklich hinterstehen. Ne? Weil wir haben alle gesagt, wir wollen diese Tarifrunde mal einen richtig kräftigen Schluck aus der Pulle. Wie viel Prozent wollen wir? Die Azubis haben auch eine sportliche Forderung, ne? Die finde ich auch gerechtfertigt, weil unsere Branche muss attraktiver werden für Auszubildende. Die Jugendlichen und Auszubildenden fordern eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung und außerdem 600 Euro Urlaubsgeld. Und es ist uns super, super wichtig, dass hier unsere Forderungen durchgesetzt werden. Für die Kollegen ist auf jeden Fall hier in Bremen auch die Tarifforderung um das Urlaubsgeld wandelbar in Zeit einfach ein Thema, das hier den Nerv der Zeit trifft. Die Diskussionen dazu laufen in den Betrieben hoch. Die Kollegen wollen die freie Entscheidung, ob Geld oder Zeit, und auch die wirtschaftliche Lage lässt es zu. Wir haben in den letzten 2 Jahren sehr, sehr gute Ergebnisse eingefahren. Und das mit einer Belegschaft, ja, die geackert hat. Die Bremer sind Stahler durch und durch und haben mit viel Engagement in den letzten Jahren viele Unternehmungen auf sich genommen. Nach Berlin, nach Brüssel, nach Saarbrücken. Wir kämpfen für diese Hütte, haben wir in der Vergangenheit getan, werden wir in Zukunft tun und auch in dieser Tarifrunde. Ganz wichtig ist, dass der Arbeitgeber jetzt mal ein Zeichen setzt. Wir haben uns geschworen, dass wir heute dem Arbeitgeber ein Signal setzen wollen. Das eine ist, dass viele da sind, das ist gelungen. Und jetzt wollen wir noch etwas zeigen. Da oben ist der Vorstand. Zeigt eure Karten für einen Arbeitgeber, der bisher seiner noch keine Forderung nachgegeben hat. Wir werden jetzt erstmal unseren Warnstreik zu Ende führen. Und dann erwarten wir vom Arbeitgeber in der nächsten Verhandlungsrunde ein ordentliches Angebot. Die Bremer haben heute auch gezeigt, dass sie dafür bereit sind, am Warnstreik teilzunehmen. Und sie haben auch signalisiert, dass sie bereit sind, mehr zu machen, wenn die Arbeitgeber jetzt nicht endlich anfangen, mit uns auch vernünftig zu verhandeln. Wenn der Arbeitgeber es nicht will, das haben wir gesehen bei Metall Elektro, da muss man mehr machen. Und wir sind bereit dafür. Also die IG Metall spielt hier eine ganz, ganz große Rolle, natürlich. Alleine schon wegen der Mitbestimmung, diese ganze Unterstützung, die man von der IG Metall erfährt. Also ohne IG Metall wäre das alles ein bisschen schwer. Ich glaube, dass auch viele Kollegen in dieser Tarifrunde gerade sehen, wie schwer es ist, ohne Gewerkschaft würde das gar nicht funktionieren. Und deswegen noch ein ganz klares Zeichen, IG Metall ist ein Muss für jeden Kollegen.